Als ein Flughafenspürhund auf ein verdächtiges Paket zugelaufen ist, haben sich alle Sorgen gemacht. Doch als die Beamten die Kiste öffnen wollten, waren sie schockiert. Als der hochtrainierte Spürhund Max an diesem Morgen mit seinen menschlichen Betreuern am Flughafen von Beirut ankam, erwartete er bereits die vertrauten Gerüche, die seine Aufmerksamkeit erregen würden. Doch inmitten des üblichen Trubels fiel ihm etwas Ungewöhnliches auf. In einer schwach beleuchteten Ecke des Raumes stand eine seltsame Holzkiste, die mit mehreren winzigen Löchern auf der gesamten Oberfläche übersät war. Seine Neugier trieb ihn näher an die Kiste heran und er sprintete durch die Halle und setzte sich selbstbewusst hin, wobei er seine Nase direkt auf die Kiste richtete. Als er aufmerksam schnupperte, wurde Max klar, dass dies kein gewöhnlicher Geruch war. Er war darauf trainiert, illegale Substanzen wie Drogen und versteckte Gegenstände wie Geld oder Waffen aufzuspüren. Aber noch nie hatte er so etwas gerochen wie dies, was aus dieser Kiste kam. Seine Hundeführer wussten, dass sie ihm nicht folgen sollten, wenn er etwas Interessantes roch, und beobachteten ihn ruhig aus der Ferne, während sie darüber nachdachten, ob sie nach dem Besitzer der Kiste suchen sollten. Es schien niemand in der Nähe zu sein. Aber das bedeutete nicht unbedingt Gefahr oder ein falsches Spiel. Doch dann begann Max sich sehr seltsam zu verhalten. Der sonst so ruhige und gelassene Spürhund zeigte Anzeichen von echter Besorgnis, als er die geheimnisvolle Kiste ganz vorsichtig betrachtete. Als seine hündischen Instinkte auf Hochtouren liefen, wurde Max sehr wachsam und die Menschen bemerkten, dass etwas los sein musste. Sie kannten das Signal, spitze Ohren, er hatte etwas erschnüffelt, das nicht auf den Flughafen gehörte. Dieser Geruch machte Max unruhig. Es war ein Zeichen dafür, dass in den winzigen Löchern in der Holzoberfläche des Containers Gefahr oder etwas Ungewöhnliches lauerte. In diesem Moment wechselte Max Aufgabe vom Aufspüren zum Enträtseln eines seltsamen und ungewöhnlichen Dings. Die Hundeführer kamen schnell und sie waren von Max ungewöhnlichem Verhalten verblüfft. Sie hatten ihn noch nie so stark reagieren sehen. Auf den ersten Blick sah die Kiste so aus wie jede andere, die auf dem Flughafen ankam. Doch als sie näher kamen, erkannten sie, dass dieses Frachtstück wirklich etwas Außergewöhnliches an sich hatte. Die Kiste stand nicht nur ganz allein mitten im Flughafen, sondern war auch ziemlich verwittert, fast so, als wäre sie tagelang an einem Ort abgestellt worden, der nicht für die Lagerung von Gepäck geeignet war. Als hätte er ihre Verwirrung gespürt, begann Max leise zu wimmern und kratzte an der Oberfläche. Es war offensichtlich, dass das, was darin versteckt war, nicht nur seine Aufmerksamkeit, sondern irgendwie auch sein Herz erobert hatte. Seine Betreuer versuchten, ihn zu rufen und etwas Abstand zwischen ihn und die Kiste zu bringen, da sie von dem geheimnisvollen Inhalt beunruhigt waren. Aber Max wehrte sich, kratzte immer wieder, winselte und schaute von der Kiste zu seinen Betreuern und wieder zurück. Was auch immer sich darin befand, bereitete ihm große Sorgen. Es war an der Zeit, das Geheimnis zu lüften. Sie wussten, dass Max sie niemals einer Gefahr aussetzen würde, und so beschlossen sie, ohne das Bombenkommando um Unterstützung zu bitten, einfach weiterzumachen. Mit vor Neugier leicht zitternden Händen lösten sie langsam alle Riegel, mit denen die Kiste verschlossen war. Als sie den Deckel abnahmen, bemerkten sie als erstes einen schrecklichen Geruch. Sie erschraken über den starken Gestank von Ammoniak. Nicht einmal die kleinen Löcher hatten den Gestank vorausahnen lassen. Doch nur wenige Augenblicke später wurde der Ekel schnell durch schockiertes Aufatmen ersetzt. Zu ihrem Erstaunen kamen drei kleine Kreaturen aus der Kiste hervor, die alle Geräusche von sich gaben und schmutzig und verängstigt aussahen. Es war klar, dass diese winzigen Tiere in die kleine Kiste gepfercht worden waren und die Bedingungen darin für sie unerträglich gewesen sein mussten. Der Geruch schien Max jedoch nicht abzuschrecken. Er steckte seinen Kopf in die Kiste, um besser sehen zu können, und beschnupperte die kleinen Kreaturen eingehend. Sie fühlten sich von ihm nicht bedroht und er auch nicht von ihnen. Er wollte einfach nur sicherstellen, dass es den armen kleinen Tieren gut geht. Und dank ihm hatten sie Glück, dass sie trotz der schockierend kleinen, schmutzigen Kiste durchkamen. Die Enthüllung löste bei allen Anwesenden am Flughafen Schockwellen aus. Niemand hätte sich einen solchen Anblick vorstellen können, der sich in dieser scheinbar unscheinbaren Kiste bot. Die winzigen Tiere, die ursprünglich aus der Ukraine kamen, waren in einer Kiste transportiert worden, die für ihre Bedürfnisse ganz und gar nicht geeignet waren.
Aber das Schockierendste war, es handelte sich nicht um Haustiere wie Katzen, Hunde oder Kaninchen, sondern um etwas viel Exotischeres, nämlich Tigerjunge. Warum waren die Tigerbabys in einer solchen Kiste eingepfercht? Warum wurden sie nicht richtig belüftet? Warum hatten sie nicht genug Platz, Futter oder Wasser? Und was am meisten beunruhigte, warum gab es keinen Eintrag in der Passagierliste? Das waren alles gute Fragen für ein anderes Mal. Im Moment war es das Wichtigste, den Jungtieren zu helfen. Die armen Katzenbabys waren in einer nur 0,3 Kubikmeter kleinen Kiste eingesperrt. Sie konnten weder stehen noch sich frei bewegen und sie hatten während ihrer Reise unsägliches Leid ertragen müssen. Es war ein Wunder, dass sie überhaupt bis hierher überlebt hatten. Als sich die Nachricht von der Entdeckung der Tigerbabys wie ein Lauffeuer verbreitete, boten die örtlichen Tierheime sofort ihre Hilfe an, um diesen unschuldigen Seelen die dringend benötigte Pflege und Nahrung zukommen zu lassen. In einem dieser Tierheime kümmerten sich freundliche Hände mit unerschütterlicher Hingabe um die Jungen, bis sie wieder gesund waren. Und natürlich wurde eine Untersuchung eingeleitet, um herauszufinden, wer diese wunderschönen Tiere unter so schrecklichen Bedingungen transportiert hatte und wohin sie überhaupt gebracht werden sollten. Die Flughafenbeamten überprüften sorgfältig die Kameras, um die Person oder die Personen zu finden, die die Tiere hergebracht und ausgesetzt hatten. Schockierenderweise entdeckten sie, dass die Kiste tatsächlich schon seit Tagen im Flughafen stand, allerdings in einem anderen Bereich, in dem Spürhunde nicht Zugang hatten. Apropos Spürhunde. Max erhielt die wohlverdiente Anerkennung für seine außergewöhnlichen Fähigkeiten. Für seine entscheidende Rolle bei der Aufdeckung dieses Vorfalls wurde er als geschätztes Mitglied des Sicherheitsteams mit einer besonderen Belohnung geehrt. Als sich die Nachricht von Max' Entdeckung verbreitete, wurde er sogar zu einer Art lokaler Berühmtheit. Passagiere kamen, um dem Spürhund bei seiner wichtigen Arbeit zuzugucken. Die Tigerjungen wurden mit der Zeit unter den wachsamen Augen ihrer Betreuer immer stärker. Obwohl sie sich in einem schrecklichen Zustand befunden hatten, dauerte es zum Glück nicht lange, bis sie wieder gesund gepflegt wurden. Maya, Tanja und Anton wuchsen bald zu majestätischen Geschöpfen heran, die allen Widrigkeiten zum Trotz Anmut und Widerstandsfähigkeit verkörperten und ein Zuhause in einem örtlichen Zoo fanden, der sich auf Großkatzen spezialisiert hatte. Sie wurden zum Stadtgespräch und hunderte von Menschen strömten täglich zu ihrem Gehege, um die Tiger zu sehen, die fast in einer winzigen Kiste gestorben wären. Aber es waren nicht nur Menschen, die die drei Tiger im Zoo besuchten. Auch Max kam. Es schien, dass er eine unglaublich starke Bindung zu den drei Tieren aufgebaut hatte. Seitdem verging keine Woche, in der Max' Betreuer ihn nicht zu den Tigern mitnahm. Die drei hatten sich an die Anwesenheit des Hundes gewöhnt und liebten es, ihn zu sehen. Sie rannten zum Glas und rieben sich spielerisch daran, wenn sie ihren hündischen Besucher sahen. Und so endete die unglaublich herzerwärmende Geschichte vom Mut und Mitgefühl am Flughafen von Beirut. Geschick, Talent und eine Prise Schicksal hatten einen hingebungsvollen Spürhund und drei verlorene Seelen zusammengebracht, die dank ihm ein glückliches Leben an einem sicheren Ort führen konnten. Was hast du von dieser unglaublichen Geschichte gehalten? Wie hättest du reagiert, wenn du den Spürhund auf das verdächtige Gepäckstück zugehen hättest sehen? Und was hättest du getan, wenn du drei arme Tiger darinnen gefunden hättest? Wie immer freuen wir uns über deine Meinung unten in den Kommentaren.